Hallo miteinander und willkommen zurück hier in Ghent. Machen wir mal hier eine Runde weiter. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen runtergegangen in den letzten Wochen. Songs of Six, ich wollte es aber auf jeden Fall noch weiterspielen, weil wir ja noch die neuen Viecher sehen wollen. Und das ist das Wesentliche. Ach ja, mal an. Fünf Viecher. Fünf verdammte Viecher. Ja, ich habe echt so das Gefühl, dass sie mit dem Essen nicht hinterherkommen. Wir brauchen halt echt. Ja, ich meine, ihr zwei seid ja quasi neu. Wir bräuchten echt mehr Plätze. Also wahrscheinlich werden wir hier drüben nochmal ein paar Felder machen müssen. Ziemlich wahrscheinlich. Und vielleicht mal ein besseres Nahrung allgemein mal anbauen. Aber erstmal das Ding hier. Papier mache. Ja, damit die Jungs hier auch was zu tun haben, ne? Und dann die Werkzeuge. Die Werkzeuge verbessern ja eh dann alles, was wir machen. So gesehen ist das halt ein reines Win-Win-Ding dann, ne? Das Teil ist hier ist auch schon, also fast fertig, ehrlich gesagt. Ja, unser Friedhof ist ziemlich voll. Das hier läuft alles momentan noch ganz gut. Ich denke, wir werden jetzt erstmal keine weiteren Leute mehr annehmen. Wir haben noch eine ganz gute Menge an Arbeitern im Moment. Wenn die ganzen Möbel hergebracht, haben wir denn genug Möbel? Ah ja, tatsächlich. Auch das Eisen geht nicht zur Neige, sondern funktioniert hier bestens. Was sagen denn die Kohlelager eigentlich? Ich habe hier 243 Kohle. Ja. Und das läuft ja auf jeden Fall besser mit dem Kohleabbauen als das mit dem Eisenabbauen hier oben. Will ich mal behaupten. Könnten natürlich auch noch mehr Leute reinpacken. Das wird durchaus möglich. Ein neuer Mensch. Genauso vor. Wow. Der wäre das schon an der Waage hier, ne? 72 Schweinchen, 72 Menschen. Schwierige Sache, ja. Eigentlich haben wir. Wir haben auch eine Menge Fleisch, aber diese ganzen Fruits und Vegetables. Also, Vegetables haben wir gar keine mehr. Wir haben ja Fruitfarmen hier. Eigentlich. Naja, eigentlich sollten wir was mit Rain machen, ne? Und zwar, zeig mir das noch mal ganz kurz hier. Die Verarbeitung von diesem ganzen Gedöns. Entelodont. Gibt's die hier? Und unsere Plus mit Fleißer und Temperate Pasture. Ja. Lass mal gucken, was wir hier eigentlich haben. Jetzt lass mich nicht lügen, ne? Wir haben ja. Das ist der Hunter, das ist der Weaver. Carpenter. Was wir immer noch nicht haben, ist eine Eatery. Jetzt aber theoretisch machen könnten, weil wir ja, genau. Ja, das wäre ja hier ultimativer Luxus quasi. Bisschen was zum Essen, ne? Nein. Das müsste irgendwo hier unten hinkommen. Jetzt ist es halt ein bisschen schwierig mit dem Platz, ne? Vor allem in dem Bereich. Aber hier können wir es hinbauen. So etwas quasi außerhalb der Mauern, aber. Mal so irgendwie. Moment. Ich schwinke die Shrink Room hier. Sagen wir es mal so. Mach mal so, dann sieht es fast so aus, als sei das, ne? Als sei es so geplant. So eigentlich. Warte mal. Was war eigentlich Lager? Müssen die nicht eigentlich gegessen werden? Und wer bin ich schon, um das zu wissen, aber. Mahlzeiten. Ich überlege, wie wir es machen wollen am besten. Wir könnten natürlich so einen hinmachen. Dann wird es aber für nichts weiteres mehr reichen. So reicht es auch nicht wirklich was. Zumindest mal den da noch. Komm. Und dann machen wir noch den hier. Nicht den hier, sondern den hier. So. Ja, Storage 20 Worker 6. Das haben wir so halbwegs, ne? Aus Holz bauen wir das Ganze. Because why not? Construct. Achso, natürlich, natürlich. Wir brauchen noch eine Tür. Da.
Und jetzt. Isolation 100%. Sehr schön. Keine extra Ausgaben. So, dann könntest du da essen gehen. Ist direkt gegenüber vom Betten. Das sollte eigentlich ja ganz gut passen. Könnt ihr vielleicht hier so ein kleines Blöckchen nochmal rauspacken. Vielleicht. Beschleunigen wir das Ganze so. Ach ja, guck mal, die Papiermacher. 14 Leute arbeiten jetzt. Das ist ein bisschen viel, oder? Das heißt jetzt... ihr seht, na, das geht hier Schlag auf Schlag. Und unser Holz geht zur Neige. In einem Ausmaß. Nicht Darian. Hier. Wieso kann ich dich nicht verschieben? Nicht Auto-Employ. Mach mal so, keine Ahnung, so 6 Leute hier. Ich das blöde Gefühl, dass wir auch nochmal mehr Holz brauchen. Vielleicht nochmal so eine Holzbladei irgendwo anlegen. Das sind 99. Das ist eine gute Frage. Komm, wir holen mal hier, zack, die 2 noch dazu, wenn wir eigentlich ja keine holen wollten, aber... ja, das ist schon okay. Das sind ein paar zusätzliche Leute. So, dann baut ihr hier die Eatery. So, und dann... das war ja unser Langzeitziel. Endlich mal geschafft. Okay. Richtig tolle Häuser. Bauen wir erstmal keine mehr. Hier braucht man eigentlich... bist du eigentlich Builder? Das ist ein Markt. Ihr put down, weil ihr könnt Builders. Eigentlich braucht man das nicht wirklich. Okay. Ja, Depots fürs Exportieren, Importieren machen wir, brauchen wir auch noch keine. Bei den Workshops. Wir könnten natürlich auch Klamotten herstellen. Das wäre eine Idee. Das könnten wir uns auch locker leisten. Das wäre natürlich hier die nächste Variante, aber das, ich will uns eigentlich nicht zu reich machen, bevor... oh ja, und wir könnten auch dieses Zeug hier, ne? Aber die Bakery... produziert Brot. Grain into Bread. Das hier ist bekannterweise ja Grain. Haben wir überhaupt... ja, ein bisschen was an Grain. Ja, ich meine, wenn wir hier weitermachen mit den Feldern, dann... das ist halt die Frage. Weil so viel Platz ist hier eigentlich gar nicht mehr. Wir müssen doch eine ganze Menge Gebäude eigentlich bauen. Könnten auch hier natürlich... ja, da könnten wir auch noch Felder draufpacken auf die Insel. Das würde schon passen. Dann mach doch mal irgendwie hier so. Wir werden dann ganz einfach... was ich sagen wollte... wir werden dann... das ist meine Riesenbäckerei, hä? Also wir können ja hier dann das einfach aufschütten und so weiter und hier so einen Weg dann drüber bauen. Das ist vielleicht von Anfang so ein bisschen der Plan. So, mal hier eine Tür. Und dann Öfen. Mega-Ofen. Geht sogar einer hin, hä? 8 Arbeiter. Sagen wir hier nochmal ein und jetzt ein paar Aushilfsöfen hier. Geh mal ein. Tun auf einige. Also damit meinte ich auch tatsächlich mehr als. Also da geht auch nochmal einer hin. Und hier auch nochmal. So, 90%. Ja, wir können das Ding einfach verlängern. Das jetzt uns auf 100% kommen. Oder ich fange das hier so ein bisschen. Ah. Ja doch, expand. Expand the room. Wir brauchen mehr Platz. So, zack. Das sollte eigentlich reichen, weil das ist auch hier so ums Eck quasi. Wisst ihr was, dann lässt es doch mal hier. So, ja. Mach hier so einen Ofen und dann mach aber auch hier auch nochmal eine Tür nach draußen.
So. 10 Arbeiter. Effizient ohne Ende. Warte mal, das sind normale Steine. Und der Room will Block was? Ich hab doch... Ach. Jetzt. Ja. Das heißt, du musst dir eigentlich weg. Ist schon okay. Keiner gesehen, dass er an der Tür ist. Keiner gesehen. Ja, ich weiß, wir bauen nur wieder mit Holz was irgendwie. Ja, halt. Halt. Mach das mal bitte aus Stone. Ja. Genauso. Entschuldigung. Nicht so viel Holz verschwenden, wenn wir das für andere Sachen benutzen. Oh, jetzt sehen wir mal die Gesetzesrate. Kommen wir langsam jetzt hier Knowledge mit rein. Was natürlich prächtig ist. Besseres Fischen. Nee, wir brauchen das hier. 200. Oh boy. Schon wieder Tote hier. Keine neuen Einwanderer. Warten ab, bis hier die Sachen fertig sind. Bald ist das hier alles ganz grandios. So. Dann lass uns doch mal gleich nebenher hier Roads. So. Warte mal. Ist das neu? Benötigen wir jetzt. Oh. Dann muss ich das jetzt so machen. Remove the water. So, mach das erstmal so. Da kann man mittlerweile Brücken bauen. Der Kanal wird okay vor. Nein, sieht immer noch nicht aus. Brand Building, Boden, bla bla, Palisaden. Okay. Mächtige Türen könnten wir uns gönnen, aber. Wir haben so viel Stein. Jetzt guck mal, echt. So, verlängern mal diese grandiose Sache hier nach hinten. Dann können wir hier unsere großen Grain-Felder aufbauen. Das könnten wir auch gleich in Angriff nehmen. Agrikultur. So richtig übertrieben so. Ja, mach mal. Wir wollen es ja... Da kann ein Weg dann entlang gehen, sag ich mal. So. So mal den ganzen Platz hier maximal auszunutzen. Da gehen wir mal ganz ins Detail hier. 45. Können wir Species Subject for Different Shapes of Your Rooms. Mit Square oder Organic. Bisschen Square, bisschen Organic. Die werden das fressen, was wir ihnen vorlegen an Bäumen. Wir sind so edel, dass wir das quasi hier so machen. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, ob das mittlerweile anders aussieht, wenn ich hier so einen Einzelkanal reinziehe. Mach mal. So. Ah ja, guck mal an. Unsere grandiose Stone Road kann hier tatsächlich jetzt gebaut werden. So. Jetzt könnte man ja tatsächlich aus. So. Das sieht ein bisschen strange aussehen, aber komm. Tu es. Guck mal, wie das aussehen wird mit einer Palisade außenrum als Brücken, Seitenteile quasi. Haben wir hier nur Grain? Oh ja, wir haben sehr viel Grain. Genau, das ist ein guter Anhaltspunkt. Dass wir hier in der Gegend noch ein weiteres Lagerhaus machen. Für Nahrung jeder Art. Zum Glück bin ich auch gar nicht dabei, irgendwie unsere Leute völlig zu überlasten mit den 10.000 Bauaufträgen. Ja.
Das soll auch ein Stonehouse sein, genau. Das ist ein bisschen arg square, sag ich mal. Nee, den, nee. Ich expand. Shrink. Wir wollen shrinken. Shrinky die Shrink. Ist das jetzt hier wirklich so? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, so. So, wir tun mal so, als ob, ne? Also, als ob das echt ein geiles Ding hier wäre, so. So. Nee, warte mal, schon. Genau so. Lass uns mal hier das Zeug nur wegmachen. Also. Ich baue die Mauern einfach selbst, oder? Ist das eine Option? Sag mal, jetzt. Ja, das ist gleich sehen, was mein Vorhaben hier ist. Das ist ein äußerst. Oh, wow. Ich dachte, ich könnte schon länger machen. Okay. Ja, also eigentlich war mein Vorhaben gewesen. Das ist schon okay, so. 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 Ja, es ist. Ich weiß, es ist die optimalste Raumnutzung, die man bisher in einem Spiel gesehen hat. Dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß, es ist nicht einfach manchmal, aber. So, so, so. So kleinere Lagerkistchen. Das hier gilt eigentlich hier. So. 16.003. Ach, das so rum geht's. Das ist ja. Was? Okay. Klar. Bruder. So ist es viel besser erreichbar. Okay. Mach mal die Mauern weg. Bau diesen Raum. Und wir werden tatsächlich die Mauern so knallhart einfach vorhand hier. Stone Building Room. Zack. Ich meine, das haben wir früher auch immer so gemacht, ne? So. Oh, shit. Halt! Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Ja, wir müssen den eh gleich verschieben. Warte mal. Der war ja eh falsch. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Das ist äußerst wichtig für das Karma des Gebäudes, dass hier zumindest in eingeschnappten Maße sich mal Ordnung herrscht. So, und wiederum die Strukturen. Grande Building. Ist das wirklich Grande Building, was wir brauchen? Nee. Es ist Stone Building. Hab ich hier keinen. Oh Mann, warte mal. Hier, du. Weg, 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 weg. So. Und das hier auch weg. Stone Building. Das ist das, was wir brauchen. Zack, zack. Eigentlich brauchen wir die Mauer hier auch nicht wirklich. Aber es zählt nicht als ganz abgeschlossen, wenn wir das hier so machen würden. So. Okay, was ich jetzt noch bräuchte, wäre eine Tür. So, das ist... Wenn Venus man's macht, ist ja eigentlich egal, aber... Okay. Ihr habt auch noch Türen. Doorways. Wooden Door. Oh, wirklich. Also gut. Strukturen. Stone. Ja, da konnte ich denken, dass hier die Türen reinkommen. Das ist da gar nicht mal mehr der Room. Aber das macht ja nichts, ne? Das geht nämlich trotzdem auch so wunderbar. Und weil es noch zu wenig Aufträge gibt, werden wir natürlich noch die Steinstraße hier verlängern nach unten. Hier reinführen und hier an der Küste weiter. Hier zack, zack. Dann wollen wir hier mal hier vielleicht so ein bisschen was Hübsches. Oder was Notwendiges. Vielleicht ein Klo? Nein.
Einen richtig dicken Torch. Ja. Dass mir hier mal Licht wird in der Ecke, ja. So. Mehr braucht's da nicht. Oh mein Gott. Es ist so viel zu tun. Ja, wir brauchen mehr Leute. Holt sie. Heilige Scheiße, es sind schon 20 Minuten. Das kann doch gar nicht sein. Als ob es jetzt 20 Minuten waren. Das kann mir doch keiner erzählen. Jesus, wie die Zeit bei diesem Spiel vergeht. So. Wenn man denn jetzt mal hier so irgendwie, fragen wir mal so rum, hat denn irgendjemand von euch hier? Du bist der falsche Typ. Du bist der richtige Typ. Wo haben wir denn? Ja, hier, guck mal, die haben so viel verbraucht hier. Mach mal, ne? Das gute Grain soll ja nicht schlecht werden. Wir werden davon noch eine ganze Menge brauchen. Ja, Möbel. Das denke ich jetzt noch unnötig, dass wir da so viel reinbekommen, aber hier. Collect the grain. We will need it for the bread. So. Naja, und vor allem auch für unsere Grain Farms, wie weiteren hier. Es wird nicht die letzte bleiben. Lass mal schauen, wie sich das denn hier ausgeht mit den Verhältnissen hier. 13 Leute am Bauen. 54 Wissen. Wie viel? 1,1. Gut, ich meine, das passt ja so. Wir könnten natürlich auch so ein, trotzdem schon so ein Rations-Provisionsgedöns bauen, ja. So ist es zwar nicht, aber es wird uns, glaube ich, nicht viel helfen. Unsere Wirtschaft, ne? Gut, es hilft unserer Wirtschaft auch nicht wirklich, dass ich ständig neue Leute reinhole, aber wieder bedenklich, ne? Wenn hier noch die ganzen Leute, die hier dann noch Jobs brauchen, ja, dann ist das hier ganz schnell vorbei. Jetzt 10 Carpenter. Ich meine, das ist ein Luxus, den können wir uns ja nicht mehr leisten. Bei der Pottery arbeiten 2 Leute. Das ist quasi gar nichts. Hier 6 Leute. Es ist so krass, dass hier einfach, die kommen einfach nicht hinterher. Und Clay ist auch, sag ich mal, schwierig, ne, beizukommen. Vielleicht liegt das daran. Müssen wir hier mal so ein bisschen Clay erhöhen, ja. Potenziell könnten wir auch mal so ein Export-Ding bauen, dass wir etwas an etwas Geld kommen. Ich werde mal das als nächstes hier anfangen. Weiß nicht, ob es in der nächsten Folge kommt. Vielleicht ganz gerne hier, das ist eigentlich ganz, so für Stream ist das eigentlich echt ein spannendes Spiel. Aber wir brauchen halt einen Slot dafür und den haben wir gerade nicht, deswegen machen wir das jetzt mal so weiter. Ein paar Leutchen außer mir interessiert es ja tatsächlich. Diese Resources, holy shit. Wie ist denn das passiert? Freunde? Seid Bäume zu fällen. Ich schätze wohl hier drüben, hm? Dieser Typen hier, ja. Diese 13 Stück. Die sind äußerst faul, offensichtlich. Die kommen nicht hinterher. Wir haben so viel Leder mittlerweile, dass wir eigentlich echt dringend diesen Leder-Dude bauen sollten. Oh mein Gott. Du bist auch noch nicht mal fertig. Ich meine, ich weiß ja, wie das hier läuft, ne? Die gehen halt immer zum nächsten Bauprojekt, deswegen wird halt nichts fertig. Deswegen lassen wir es erstmal bleiben, ja? Wir wissen, wir behalten uns im Hinterkopf, dass wir bald einen Ledermacher, Lederverarbeiter bräuchten. Ja, guck mal. Das ist, so sieht jetzt eine Palisade aus. Junge, sieht es aus wie in Spanien nach der Baukrise. Alles unterversorgt. Nichts ist genug da. Das sind die ganzen Trageleute. Die arbeiten alle in den Minen. Könnten vielleicht aus der Kohlemine ein paar Leute abziehen. So. So, jetzt sind hier einige am Abarbeiten. Das ist gut. Es kommt wieder Holz rein. So, und bald, ne? Bald. Wird auch noch alles ausgeliefert. Ah, guck mal, die Grain Farm wird auch schon betüdelt. Das ist gut.
Da ich ja absolut keine Ahnung habe, wie viel wir so brauchen hier für diese Bäckerei, lass uns überraschen. Es ist ja zum Glück kein Anno hier, wo wir irgendwelche Musterbauten oder sowas bauen. Ja, sorry, ich sehe das ab und zu. Ab und zu gibt es so keine Freezes hier bei der Aufnahme und ich habe keine Ahnung, wo dann die liegen. Ganz ehrlich, also wahrscheinlich sieht das. Wahrscheinlich wird es besser aussehen als das Ding hier. Weil das sieht echt. Das sieht mir leicht bedauerlich aus. Zumindest die anderen Gebäude habe ich etwas schöner gebaut. Dieses Riesending hier. Anders ist nicht. Ich meine, es ist schon okay. Ja. Da stehen wir noch super gut da. So, neue Arbeitskräfte. Es ist immer noch das Holz, hm? Ja. Hm. Weißt du was, wir werden das anders machen. Oh nee, nicht clear all. Wupp. Warte mal. Eigentlich wollte ich... Delete Jobs. So. Okay. Freunde, Agrikultur. Nee, es ist nicht... Es ist Extraction? Ja. Der Woodcutter. Das hier wird unsere nächste Baumschule. Ich würde so lachen, wenn sie das hier... Wahrscheinlich werden sie das aber ausheben. Das ist schon okay. Mal sonst nichts zu tun hier. So, Storage. Eine massive Storage. Irgendwo hier. Alter. Hier, genau da. Ja, und ein paar Auxiliaries. Das ist eigentlich ein echt cooles System mit den Dingern. Ja, 96, 15 Arbeiter. Vom Feinsten. Bau, bau, bau. Und trotzdem werden wir für den Zwischenbereich jetzt mal die hier oben noch fällen, die Bäume. Wir sind jetzt auch ein bisschen mehr als in diesem anderen Bereich. Das sollte uns eigentlich auch ganz gut helfen. Hier ist überall gar nichts. Warte mal, was seid ihr eigentlich? Ah, nee. Ich würde sagen, das sah von oben aus, als seien das Viecher, aber das sind Leute. Okay, kein Problem. Alles mit der Ruhe. Wir haben auch noch ein Wäldchen zum Abholzen. Hier noch ein bisschen designieren. 112, hm? Könnten die Bäder freischalten. Was jetzt, sag ich mal, nicht so. Sind wir am Limit? Und da haben wir zu wenig Arbeiter. Ernsthaft? 915, es geht noch hoch. Ja, wir haben halt ein. Oh mein Gott, irgendwas ist fertig geworden. Ah! Le Becker. Da ist mal Auto-Employ aus. Wir können uns sowas noch nicht leisten hier. Ganz ruhig. Und du bist. 7 Leute arbeiten hier, hm? Nein, nein, wir brauchen auch Leute, die für andere Dinge zuständig sind. Gehen wir hier auf 10 Leute runter. Da arbeitet nur noch einer. Wir brauchen eigentlich auch keine 100.000 Möbelmacher im Moment. Ja, das steht momentan ganz gut da. Weber ist, denke ich, okay noch. Wenn gleich noch mehr Leute brauchen. Aber zumindest sollten wir jetzt dann nach und nach mehr Essen bekommen, wenn wir denn ein Lager hätten dafür. Dann reduziere mal das Grain Storage. Und lager mal Brot hier ein. Das sind ja alle Sachen, die wir früher nicht hatten. Damals in Polen. Ich meine, in den alten Versionen vom Spielchen hier. Da gab es doch gar kein Brot, oder? Das letzte Mal, als wir gespielt haben, gab es kein Brot. Mein Gott, sind die alle dreckig, ne? Ich schon, wenn die mein Brot backen würden hier. So. Oh mein Gott. Oh ja, guck mal, auf einmal so viele Leute hier, die sind voll geil drauf, oder? Weil, also sind gerade eben so viele, ne, es sind nur 2 gestorben. Ich glaube, ich brauche auch tatsächlich noch einen Friedhof, ne, den nächsten. Eigentlich will ich die nicht wirklich hier haben. So, wir haben hier eh so wenig Platz. Müssen irgendwo ein Outsourcen. So, hier.
Hier wäre vielleicht ein ganz guter Ort. Ist das auch jedes Mal so? Ne? Ist das bei Afterlife? Graveyard, Mars Grave, Crypt. Ja, momentan quasi weder Adige großartig, noch die anderen Boys. Sklaven, meine ich. Expande das nochmal so ein bisschen hier. Und hier sind ein paar Blumen. Hier sind ein paar Blumen. Ein Baum, da ein Baum. Zack. Da geht's nicht. Ich könnte die hier noch mitnehmen, da könnte ich da auch noch Bäume drauf pflanzen. Mein Respekt ist eh voll, also. Muss man erstmal speichern. Ne? Bei so einem Friedhof, da muss man vorsichtig sein. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, was euch gefallen hat. Wenn ihr auch genauso wie ich wollt, dass ihr es hier weitergebt bei Songs of Syx. Und ja, wir kommen der Sache näher. Ne? Langsam kommen alle Services zusammen. Die Bevölkerung wächst weiterhin. Wenn wir so ein bisschen stagnieren. Dadurch, dass wir jetzt so viel gebaut haben wieder. Und es wird nicht besser werden. Ja, wir werden sehen. Neue Dinge stehen auf dem Plan. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Torn.